versucht ihn da durchzuspielen. Da ist das Ding. Der Ball ist im Netz. Der Spielstand jetzt 1:0. Also Kompliment, gegen so ein Zuspiel kann keiner was ausrichten. Fußball ist ein Mannschaftssport. Wer es nicht glaubt, der soll sich diesen wunderschönen Angriff nochmal anschauen. Muss den Ball nach vorne bringen. Er schlägt ihn in die Mitte. Jetzt ist er drin. Jetzt haben sie den Ausgleich geschafft, auf den sie gedrängt haben. Also über den Unterhaltungswert dürfen wir uns an diesem Tag wirklich nicht beklagen. Das ist der Ausgleich. Alles wieder offen. Ein wunderbares Tor. Du musst richtig heiß, du musst richtig geil sein auf den Treffer. Dann machst du so ein Tor. Jetzt hat er Platz, was macht er? Er bringt ihn in die Mitte. Er trifft! Die wichtige Führung, ist das sowas wie die Vorentscheidung? Da sehen Sie den menschlichen Torpedo, wie er den da reinballert. Das hat er einfach grandios gemacht. Ein absolutes Weltklasse-Tor. So geht schnelles Kurzpassspiel. 5 Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor. Die Situation ist bereinigt. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Und jetzt entwickelt sich hier ein richtiger Kracher. Das ist der Ausgleichstreffer. Es gibt nicht viele Mannschaften, die mit einem Rückstand so bravourös umgehen wie dieses Team. Dieser Treffer zeigt wieder einmal, was in dieser Mannschaft steckt. So manches Tor ist wunderschön wegen eines genialen Abschlusses. Dieser Treffer ist einfach nur herrlich anzusehen, weil er genial herauskommt. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Halbzeit. Und weiter! Ruhig bleiben! Und Schuss! So ein Ding kann man eigentlich gar nicht vergeben. Es wäre so wichtig, jetzt hier den Anschlusstreffer zu machen. Dann wäre man wieder im Spiel, aber er lässt diese Chance liegen. Der Ball kommt durch. Da ist die Chance. Da tankt er sich durch. Jetzt ist er drin. Ist das die Entscheidung gewesen? Was
für ein Sololauf. Tempo, Dynamik und der Abschluss stimmt auch. Das ist der Dribbelmeister. Sind die 90 Minuten vorbei. Sie können den vergebenen Chancen nachfordern, denn im Prinzip war hier und heute deutlich